Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die E-Kick, ein Kick-Drum-Synthesizer. Und warum der so klasse ist, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch mal los. So, das ist die E-Kick. Und die E-Kick ist ein Synthesizer-Device, also ein Instrument. Dementsprechend hat es hier den einen Ausschalter. Hier kann man Presets laden, die schon mal vorgefertigt sind. Hier sind die Fernsteuerungen, die verknüpft sind mit diversen Knöpfen auf der rechten Seite. Und hier unten kann man die Modulatoren ein- und ausklappen. Die E-Kick an sich ist unterteilt in hier einen Generatorbereich, einen Tongeneratorbereich. Dann gibt es hier eine Pitch-Modulation, also eine Tonhöhenmodulation. Und hier auf der rechten Seite ist der globale Bereich mit einem Effektor-Container, der Lautstärken, also der Velocity-Sensitivität und der Ausgangslautstärke. So, der Tongenerator besteht aus einem Decay wie bei einem ADSR, also Attack Decay. Nur, dass der Attack hier nicht geregelt wird, sondern nur der Decay. Und ich habe hier oben einen Clip, den kann ich hier mal spielen lassen. Und der Decay, je weiter rechts eingestellt ist, desto langsamer wird der Ton ausklingen. Das heißt, wenn ich ihn auf 3 Sekunden oder etwas über 3 Sekunden stelle, habe ich so ein tiefes Klingen. Das hat man jetzt nur über Kopfhörer oder einer guten Anlage oder ich mache hier den Ton hoch. Und Tune ist die Tonhöhe. Und wenn ich jetzt wieder an dem Decay rumregle, das heißt die Decay-Zeit kürzer mache, habe ich dann entsprechend eine kürzere Decay. So, dann habe ich hier mit dem Klick noch einen zusätzlichen Klick. Also da wird der Klick noch so ein bisschen verstärkt. Und ganz unten habe ich noch einen Low-Pass-Filter. Wo ich halt dann einfach die oberen Frequenzen noch abschneiden kann. So, bei der Pitch Modulation ist das jetzt so, dass ich von dem Ton hier, den ich hier einstelle, ich kann hier zum Beispiel auch einen C1 eingeben, dann ist mein Ton hier auf 65 Hertz, das steht hier unten in der Statuszeile, C1, und klingt dann so. Und die Pitch Modulation, also die Tonhöhenmodulation, ist ein Offset von diesem Ton. Das heißt, ich kann jetzt hingehen, wenn ich jetzt hier auch wieder die Decay von der Pitch Modulation auf lange drehe und stelle das mal hier auf 0 und lasse jetzt mal das hier laufen und drehe jetzt langsam quasi den Offset, also die Tonhöhe, die von dem Grundton, der hier angegeben ist, nach oben. Ich kriege so ein bisschen Disco-Trommel. Den mal ein bisschen runter. Auf C0 circa. Und so kann ich ein bisschen, es hört sich so ein bisschen, wenn ich das ungefähr so einstelle, es hört sich so ein bisschen an, als hätte die einen stärkeren Transienten. Aber im Endeffekt ist es einfach das, dass die Kickdrum aus dem höheren Frequenzbereich quasi so ein Glide runter macht und man das dann natürlich auch dann besser hört. Ich kann ja gerade mal so ein Spektrum hier reinpacken. Vielleicht sieht man das ja dann etwas besser. Very fast. So, und wenn ich jetzt den Pitch Mod runternehme und wieder hochdrehe,
sieht man, wie die Welle hier ein bisschen waagerechter wird. Und wenn ich den zurücknehme, wandert das Ganze wieder in den tieferen Bereich, bis hin nur noch das übrig bleibt. Natürlich hat die Kickdrum, je nachdem, was ich hier beim Generator einstelle, auch noch natürlich höhere Anteile dabei, ist ja ganz klar. Wenn ich den jetzt hier hochstelle, ich das jetzt hier zum Beispiel mache, sieht man schön, wie die Welle runtergeht. Hier dann so ein Bereich dann noch mit dazu kommt. Also dieses Glide von der höheren Frequenz auf die tiefe Frequenz runter, noch unterstützt durch diese Decay-Zeit. Und ich kann die Decay-Zeit hier nochmal entweder linear laufen lassen oder positiv exponentiell oder negativ exponentiell. Das heißt, hier braucht die Glide-Zeit am Anfang ein bisschen länger, geht dann schneller runter und auf der anderen Seite geht sie relativ schneller runter und dann ist der Verlauf, bis sie ganz unten ankommt, wird ein bisschen langsamer. So, hier auf der rechten Seite haben wir dann noch den Effekte-Container. Da kann man auch noch einiges einstellen, wie zum Beispiel Multiband FX2, wo man tiefen Töne von den hohen Tönen trennt und vielleicht die hohen Töne dann nochmal durch einen Reverb jagt. Kann ja alles sein und damit auch sicherstellt, dass die tiefe Kickdrum auch im Mono-Bereich bleibt und nicht alles zermanscht im Stereofeld bzw. die Boxen überfordern. Dann die Velocity, wo ich dann die Kickdrum nochmal von der Anschlagslautstärke steuern kann und dann der gesamte Output. So, das war auch schon wieder das Tutorial zur E-Kick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.